So, an der Stelle mal einfach Zeit für ein neues Video, und zwar eine sogenannte Mehrfachauswahl. Ich will heute eine sogenannte Kaffeemaschine programmieren hier, deshalb definiere ich mir mal eine Klasse, die heißt Kaffeeautomat. Was die Maschine machen soll, ruft es hier mal auf und bereite mal alles vor, hauen wir mal den Text daraus. Ein Attribut brauchen wir hier ausnahmsweise mal keines. Lasst den Konstruktor aber, löscht den Konstruktor nicht, sonst müsst ihr ihn nachher eventuell wieder einfügen. So, nehmen wir alles hier raus. Ich schreibe mir also eine einzige Methode hier, deren Text ich aber dann neu angebe. Das ist eine Void-Methode und die soll Kaffee auswählen. Ja? Schreiben wir hier einfach Kaffee. Oder die soll Kaffee machen, ja. So, ganz wichtig, ich übergebe ihr eine Eingabe, denn ich muss ja sagen, bei einer Null machst du Cappuccino. Ich will euch das mal zeigen, was das Gerät macht, wie das Struktogramm von einer solchen Mehrfachauswahl aussieht. Ich zeige euch das mal hier einfach in einem Struktogramm. Man hat diese Variable Eingabe. Je nachdem, wenn ich Null eingebe, soll er ausgeben, dass er Cappuccino macht. Wenn ich die 1 eingebe, wird Espresso gemacht, wird die 2 gemacht Milchkaffee. In allen anderen Fällen soll etwas ausgegeben werden, dass man eine falsche Taste eingegeben hat. Und es kommt gar nichts. Ihr seht, man hat hier mehr als 2 Möglichkeiten. Deshalb ist eine If-Else-Anweisung nicht die geeignete hier dafür. Von der Syntax her ist es die wildeste Art der Programmierstruktur, deshalb dieses kleine Video hier an der Stelle. So, wir starten unsere Funktion, die eigentlich nur eine Mehrfachauswahl nicht mehr enthält. Wie sieht es also aus? Man beginnt die Mehrfachauswahl mit Switch, denkt an einen Schalter. Dahinter schließt sich die Variable an, die jetzt die Werte 0, 1, 2 oder eine falsch eingegebene Nummer hat. Je nachdem, was ich hier jetzt eingebe, ist es wie ein Schalter, wird eine der drei Blöcke, der 0-Block, der 1-Block, der 2-Block oder der Default-Block, der gar nichts macht, wenn ich eine falsche Nummer eingegeben habe, ausgeführt. So, zunächst, alles beginnt mit einem Anführungszeichen und endet auch mit einem Anführungszeichen. Macht das Gleiche, sonst vergesst ihr es nachher. Ja? Sowohl bei der Methode als auch bei der Switch-Anweisung. Und jetzt kommt eine massive Definition der einzelnen Switch-Blöcke. Wie geht's los? Man gibt jetzt immer an Case 0, Case 0. Das heißt, wenn ihr jetzt nachher bei Methoden auf eine 0 eingibt, dann führt er jetzt alles, was hinter dem Case 0, 0 ist, den ganzen Block aus. Damit man mehr als eine Anweisung ausführt, müssen wir leider schon wieder mal klammern. Was mache ich jetzt, wenn diese Variable den Wert 0 hatte? My System out, Printline. Ich gebe dem User irgendeine Information. Taste 1 wurde gedrückt. Dann weiß er, was jetzt passiert ist. Und als nächstes tue ich jetzt diese ganze System-Output-Line, diese Anweisung einfach kopieren. Ich sage jetzt, was die Maschine hier macht. Ja? Ich sage jetzt einfach, die Maschine macht Cappuccino. So wollte ich es festlegen. Aber vielleicht die 0, gell? Case 0 haben wir gesagt, die Taste 0 wurde gedrückt. Also Maschine gibt Cappuccino nur aus, so ist es. So, und jetzt ist der Block hier zu Ende, ja? Das heißt, jetzt muss hier die Klammer zu. Seht ihr das? Switch von Eingabe. Jetzt gibt man an Case, welcher Fall hier vorliegt. Im Falle, wenn die Variable den Wert 0 übergibt, wird das ausgeführt. Das ist genau das, was ich möchte. Jetzt kommt der zweite Block. Jetzt mache ich mir das Leben einfach. Ich kopiere das Ganze hier. Beim zweiten Mal wird hier nur eine 1 stehen. Das ist der einzige Unterschied. Wenn ich das geschickt mache,
muss ich gar nicht so viel Text immer tippen. Das ist ganz wichtig, dass er hier wirklich mal mit Copy and Paste arbeitet. Sonst müsst ihr viel, viel Quelltext tippen. Das kostet verdammt viel Zeit. Also, steht der Switch, diese Eingabe, hat die den Wert 1, dann sage ich, dass die Taste 1 gedrückt wird. Und die Maschine gibt Espresso aus. Ja. Ich kann jetzt hier eigentlich beliebig viele solche Funktionen hier programmieren. Ich kann bis zur 10 und noch höher gehen. Ich gehe aber hier bloß bis zur 2, denn damit komme ich schon mit einer If-Anweisung, wie gesagt, nicht mehr weiter. Und damit sehe ich hier schon ein, aha, hier brauche ich was viel intelligenteres. Und zwar eine Mehrfachauswahl. Ich muss eben mehr Fälle unterscheiden als nur zwei. Jetzt mache ich hier die 2. Dann sage ich, dass die Taste 2 gedrückt wurde. Und dann mache ich den Milchkaffee. Ich tue das Ganze dann auch nachher ausprobieren. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt kann ja der User was ganz was Blödes eingeben. Ja. Der gibt jetzt weder eine 0 noch eine 1 noch eine 2 ein. Ich kann jetzt nicht alle Zahlen hier eingeben, ja, die er ausspuckt. Das kann ich nicht machen. Aber ich kann ein Default setzen. Was macht ein Default? Das heißt bei Eingabe irgendeines anderen Wertes hier. Ja. Und da muss ich jetzt nicht alle hier aufzählen. Das kann ich auch gar nicht. Ja. Ich gebe hier Default an. Wenn keiner der drei Werte hier vorliegt, dann sage ich hier einfach falsche Taste gedrückt. Ja. Und es gibt natürlich auch keinen Kaffee. Könnte ich jetzt zusätzlich, will ich nicht machen. Ja. Also ich teile dem User nur mit, dass er hier eine Fehlfunktion aktiviert hat. Schon ist das Ganze jetzt eigentlich fertig. Sollte im Prinzip kein Fehler auftreten. Wichtig, dieses Void da nicht vergessen, ja. Die Methode macht ja etwas. Und dann starten wir das mal. Ich starte das jetzt mal. Ich rufe new, den Konstruktor vom Kaffeeautomat eben auf. Und starte jetzt mal die Methode. Was will ich jetzt haben? Ich will Milchkaffee. Da muss ich eine 2 gedrückt haben. Und dann gibt er mir hier Milchkaffee aus. Ja? Taste 2 wird gedrückt. Warum er jetzt da die falsche Taste anzeigt, mir nicht ganz klar. Ist mir doch klar, das Problem ist, das eins haben wir hier vergessen. Und zwar, ich muss sofort, wenn er dieser Block ausgeführt hat, eine Break-Anweisung. Er muss rausspringen aus dem Switch-Block. Das heißt, das muss ich leider nach jedem Block hier machen, eine Break-Anweisung geben. Sonst springt er hier nicht raus, sonst geht er bis zum nächsten, bis zu dem Default da unten hin. Ja, und Default ist für ihn ja auch immer richtig. Und er drückt bei Default dann noch diese Falschfunktion aus, die wir jetzt gerade hatten. Jetzt sollte das nicht mehr passieren. Also ich will jetzt da sozusagen, machen wir einen Cappuccino, geben wir die 0 ein. Cappuccino, dann macht der Cappuccino. Nur wenn ich jetzt einen Unsinn drücke, zum Beispiel wenn ich jetzt sage 13 oder 12, dann soll sofort das durch die falsche Eingabetaste signalisiert werden. Milchkaffee war 2, dann mache ich meinen Milchkaffee. Ja? Ich kann jetzt jeden der Fälle hier praktisch realisieren. Ich könnte sogar noch mehr Funktionen machen. Ich füge hier immer wieder einen so einen Case-Block ein. Merkt euch aber, die Syntax ist wild. Zunächst der Switch von Eingabe öffnet sich, schließt sich und dann schließt sich immer ein Case-Fall an, den Doppelpunkt nicht vergessen, mit einem Block. Der Block muss auch mit Break beendet werden. Also ihr müsst es einfach mal wirklich aufschreiben, euch das auswendig merken, weil hier sind mehr als nur zwei Schritte, sich zu merken. Jo, das war's dann mal wieder. Jo.